Herzlich willkommen zum dritten Teil der Favoritenreihe für das Jahr 2018. Das Jahr ist fast vorbei und heute in dem Video gibt es nochmal alle wichtigen Produkte zum Thema Versiegelung. Da sind auch nochmal die Detailer, die normalen Reinigungsdetailer mit dabei. Also ich verliere jetzt hier nicht viele Worte. Wir steigen direkt ein mit der ersten Kategorie nach dem Intro. Viel Spaß! Und wir fangen am besten gleich mit drei Detailern an und das ist einmal hier das CarPro Echo. Das kann man sehr flexibel einsetzen, ist auch noch gut verdünnbar und kann damit sehr preisgünstig eingesetzt werden. Der Startpreis ist etwas höher, aber durch die Verdünnung kommt man da echt auf einen sehr guten Literpreis. Leistung ist top und zusätzlich, dass er gut reinigt, lässt er auch noch so einen kleinen Lackschutz mit auf dem Lack zurück und das finde ich echt gut und darum ist er auch hier in meinen Favoriten mit dabei. Des Weiteren eine eher unbekannte Marke, die aber mit vielen Produkten dieses Jahr überzeugen konnte. Mal schauen, wie es 2019 aussieht. Vielleicht kommt dann noch ein paar schöne Sachen dazu. Hier von Evo 1 das Ultimate Spray and Shine. Diese blaue Flüssigkeit hat uns echt angetan. Hinterlässt auch einen kleinen Lackschutz, ist aber eigentlich ein richtig super Reinigungsdetailer. Preis-Leistung passt ja einfach. Auch der Literpreis ist IO. Und wie ich es schon erwähnt hatte, ist das ein richtig gutes Allround-Paket. Und der dritte Kandidat, der hier noch mit dabei ist, der Koch Chemie Allround Quick Shine Detailer. Hat auch immer ein gutes Bild gezeigt. Ein schöner Reinigungsdetailer. Gibt auch eine gewisse Farbauffrischung. Versiegelungseffekt ist hier leider keiner dabei. Aber hier geht es ja wirklich mehr um die leichte Verarbeitung. Und da kann er sich sehen lassen. Hier gebe ich euch noch einen Tipp mit. Falls ihr oft mit Wasserflecken zu kämpfen habt und der Allround Quick Shine euch dann nicht zufrieden stellt, schaut mal zum Finish Spray Exterior. Gibt es auch nochmal in der Literflasche. Ist dann mit so einem Kalkex versehen. Und da könnt ihr auch noch Wasserflecken besser entfernen. Das waren meine drei Detailer hier in dem Bereich. Als nächstes direkt zu den Sprühwachsen und da ist die Auswahl, finde ich, nicht so groß. Es gibt nicht so viele Sprühwachse, die ja alles miteinander vereinen. Also beim Thema Glanz und so weiter wird es schon echt schwierig. Also wer hier solchen Wachsen einen ultimativen Glanz oder eine Glanzsteigerung nachsagt, okay, ich habe dafür noch keine ja, richtig bildlichen Beweise gesehen. Ich lege eher Wert auch auf eine sichtbare Kontrastanhebung, vor allem bei sehr farbintensiven Lacken hier. Schwarz, dunkelblau, dunkelgrün und da haben es für mich drei Produkte hier in diese Kategorie geschafft. Das ist einmal das Rot-Weiß Sprühwachs. Das hat eher die Stärken auch bei einem richtigen schönen Versiegelungslackschutz. Darum ist es hier auf jeden Fall mit dabei. Preis ist völlig in Ordnung für so ein Sprühwachs und lässt sich auch super einfach verarbeiten. Gibt es mehrere Varianten, das zu tun. Des Weiteren hier aus der absoluten Premium-Klasse hat es aber auch hier mit in diese Kategorie mit reingeschafft. Das Polish Angel Rapid Wax. Haben auch viele dieses Jahr von euch genutzt und waren sehr zufrieden. Ich bin auch selbst ein riesen Fan davon. Der Verbrauch ist minimal. Der Startpreis ist wie immer etwas höher. Aber dadurch, dass ich nur ein oder zwei Sprüher brauche fürs ganze Dach, ist das ja vom Verbrauch her so gering und da rentiert sich das am Ende. Verarbeitung absolut top, Abwehrverhalten ist auch noch mit dabei, ist auch nicht immer selbstverständlich für so ein Sprühwachs. Und das zeigt auch nochmal hier der dritte Kandidat, das Meguiar's Ultimate Quick Wax. Das ist sozusagen das absolute Gegenteil zu den anderen beiden. Das Meguiar's erzeugt eine schöne Farbtiefe, haben wir auch in unserem Video gesehen, aber ja, dieser Lackschutz bzw. dieses Abwehrverhalten ist da nicht so stark ausgeprägt. Also das Meguiar's Quick Wax für alle, die hier noch etwas mehr Kontrast aus ihrer Farbe herausholen wollen für das nächste Treffen und lässt sich auch super einfach verarbeiten. Bei den Sprühversiegelungen war es auch nicht so einfach. Da habe ich in meine Liste das CarPro Reload mit aufgenommen, lässt sich auch ultra flexibel einsetzen. Des Weiteren hat es einfach in allen Bereichen ein gutes Bild gezeigt. Und der zweite Kandidat hier, das Soft 99 Fuku Pika. Hier war es echt schwierig. Reicht das mit bei den Sprühwachsen ein? Aber dadurch, dass hier diese Versiegelungsanteile so hoch sind, habe ich das auch nochmal mit in die Sprühversiegelung mit reingenommen, obwohl man es auch theoretisch in die Sprühwachse mit einsortieren kann. Und bei den Sprühversiegelungen habe ich jetzt auch den Brilliant Shine Detailer mit reingenommen. Ist zwar ein Detailer, wenn ihr den 1 zu 3 mischt, habt ihr auch einen schönen Reinigungsdetailer, mache ich auch nochmal ein Video dazu, aber im Prinzip hat er so eine kraftvolle Leistung, deswegen nehme ich den jetzt hier mit bei den Sprühversiegelungen mit rein und da ist er einfach komplett ungeschlagen für mich. Diese drei haben mich dieses Jahr wirklich überzeugt, ihr dürft aber bei allen nicht von der Standzeit von 3, 4, 5 Monaten ausgehen, auch hier seid ihr so bei 2 bis maximal 3 und die Verarbeitung bei allen dreien ist wirklich spielend einfach, deswegen lässt es sich einfach immer öfters mal anwenden und damit zählt es auch hier zu den besten Produkten, weil es einfach einsteigerfreundlich ist. Bei den Nassversiegelungen hatten wir einen großen Vergleich und da haben sich so die Favoriten nicht unbedingt so stark ausgestochen. Die waren alle auf einer ähnlich guten Ebene. Trotzdem gibt es hier eine Nassversiegelung, die alle anderen doch in die Schranken gewiesen hat. Und das war hier das Beneficia. Das hat wirklich eine sehr gute Leistung gezeigt, preislich, aber auch etwas teurer. Wer da sagt, ich sprühe da lieber etwas öfters auf, bezahle aber da etwas weniger Geld, weil das Beneficia doch schon etwas preisintensiv ist, der schaut sich einfach das GN Wet Coat an, das Sonax Spray and Seal oder
den Shiniger Rush Wet Protector. Das waren jetzt die drei, die ich einfach noch mit reingenommen habe. Diese Vierer-Kombo ist wirklich die Creme de la Creme der Nassversiegelung, meiner Meinung nach. Und ihr könnt ja mal eure Favoriten auch unten reinschreiben zu diesem Thema. Bei den Flüssigversiegelungen war es auch nicht unbedingt so einfach. Trotzdem habe ich drei gefunden, die mir einfach am besten gefallen haben. Und da habe ich zum Beispiel das Polymer Net Shield von Sonax mit reingenommen. Kann man einmal direkt auf die Lackfläche sprühen. Damit könnte es schon wieder zu einer Sprühversiegelung zählen. Trotzdem, ich nehme es in die Kategorie der Flüssigversiegelung. Das heißt, es wird auf den Applicator-Block aufgesprüht, verteilt, kurz ablüften, nur ein paar Sekunden auspolieren und ihr habt wirklich eine schöne Lackversiegelung. Hält auch so 3 bis 6 Monate, je nach Beanspruchung, ganz klar. Und als zweiten Kandidaten habe ich hier das Softliner Fusselcoat F7 noch mit reingenommen, weil ich das auch privat sehr oft im Einsatz hatte, auch bei Familienfahrzeugen. Und da hat es echt ein gutes Bild gezeigt, hat man lange nicht mehr im Kanal, aber das Thema war für mich irgendwie durch. Das ist für mich eine Versiegelung, die auch so 3 bis 6 Monate hält, wieder je nach Beanspruchung. Und darum kommt die auch noch mal hier mit in die Favoriten mit rein. Und das dritte Produkt, was ich ähnlich verarbeiten lässt, ist das GN Kencode. Hat auch sehr gute Ergebnisse gezeigt vom Auftragen her. Super einfach und vom Verbrauch her seid ihr da auch im absoluten Minimumbereich. Und am Ende hat es bei uns im Langzeitfazit auch ein sehr, sehr gutes Bild gezeigt. Deswegen gehört es für mich hier absolut in die Favoriten mit rein. Jetzt kommt die sehr beliebte Kategorie der Hartwachse und da gibt es ja eine riesige Menge an Produkten mit reinem Canauba-Wachs ohne künstliche Zusätze, mit SiO2-Anteil, mit Fluorharz, mit Polymeranteil, was auch immer. Und ich bin eher so ein Fan von Hartwachsen, die auch eine gewisse Standzeit aufweisen, vor allen Dingen auch beim Abperlverhalten. Und somit bleibt auch der Easy-to-Clean-Effekt möglichst lange erhalten. Ich bin nicht so der Fan von diesen natürlichen Canauba-Wachsen, weil so ein Wachs alle 2, 3 Wochen auftragen, das ist was für Oldtimer-Besitzer, die das Fahrzeug nur am Wochenende nutzen. Ich nutze mein Fahrzeug jeden Tag. Das steht jeden Tag draußen. Ich brauche einfach ein Hartwachs, was auch so eine gewisse Stärke aufweist. Und da haben sich ja dieses Jahr wieder ein paar Wachse auf die ersten Plätze geschoben, bei diversen Tests, bei Sommerlangzeittests, bei Waschanlagentests und jetzt aktuell im Wintertest stehen ja die Ergebnisse noch aus. Trotzdem hier meine Favoriten für 2018, das Double Speed Wax von Bilthamber gleichzusetzen für mich mit dem Ceramic Crystal Coating Wax von Into Detailing. Die beiden gehören für mich im Prinzip zusammen von der Leistung her. Dann das Soft 99 12M. Ja, die einen mögen es, die anderen hassen es. Bei vielen funktioniert es super, bei vielen macht es aber auch Probleme bei dunklen Lacken. Trotzdem ist es für mich ein Favorit. Ich kam bis jetzt immer super damit klar. Auf meinen Fahrzeugen hat es immer super funktioniert. Falls ihr jetzt sagt, okay, mir ist das doch zu heikel, ich will mir nicht das Problem aufhalsen mit eventuellen Schlieren und einer damit nötigen Nachbehandlung, der schaut mal zum nächsten Kandidaten und das ist hier das Soft 99 Kiwami. Das hält zwar nicht so stark wie das 12M, aber gibt trotzdem eine hervorragende Leistung, zeigt bei weitem nicht diese Probleme. Also ich kenne bis jetzt keinen, der hier beim Kiwami irgendwelche Probleme hatte mit Schlieren oder Wolkenbildung. Deswegen ist das so mein Tipp für alle, die sagen, 12M, das ist mir zu heikel, dann geht lieber auf das sichere Kiwami. Und trotzdem hat es noch ein fünftes Wachs hier mit reingeschafft und das ist das Petzolds Premium Wachs. Hat im Sommertest ein gutes Bild gezeigt, hat auch im Waschanlagentest ein gutes Bild gezeigt und ich gehe fest davon aus, der kommende Wintertest wird auch nicht viel schlechter ausfallen. Und auch das gehört für mich hier mit zu den Top-Wachsen 2018, meiner Meinung nach. Und ihr könnt auch mal euer Lieblingswachs hier unten in die Kommentare schreiben und warum es genau das geworden ist. Bei den Keramikversiegelungen gibt es nicht so starke Änderungen. Auch da drei Stück am Start. Einmal das Liquid Elements Eco Shield ist eigentlich ein Klassiker, ist sehr einsteigerfreundlich. Kann man auch schichten und hat bei vielen hier für Zufriedenheit gesorgt. Des Weiteren kommt auch hier für mich das GN Prime mit an den Start. Das wurde jetzt durch das verbesserte GN Pure ersetzt. Das werden wir auch noch testen. Ich würde euch vielleicht direkt zum GN Pure raten, weil ihr da up to date seid. Aber ihr könnt trotzdem, wenn ihr irgendwo ein günstiges GN Prime seht, da zugreifen. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und noch ein Kandidat 3 mit am Start, das Capro Sea Quartz. Und das hat man auch im Test, hat bisher ein gutes Bild gezeigt. Da stehen ja die Fazits noch aus. Aber hier wollte ich euch vielleicht auch zur stärkeren Version raten, zum Capro Sea Quartz UK. Soll noch ein Tick stärker sein, also ein Tipp von mir, falls ihr da die Möglichkeit habt, greift dann eher zu dieser UK-Version. Wir haben noch zwei Flächen im Außenbereich des Fahrzeuges abzuhandeln. Das sind einmal die Kunststoffpflegen. Einmal sollen sie die Kunststoffoberfläche auffrischen, das heißt wieder dieses tiefe Schwarz rausholen und vielleicht noch so einen kleinen Schutzfilm mit hinterlassen und haben es auch drei Produkte hier in die Kategorie mit reingeschafft. Das ist einmal das Sonax Plastic Protectant, das Koch Chemie Nano Magic Plus Care. Die hat man auch im direkten Vergleich, haben ein sehr ähnliches Bild gezeigt. Wer aber jetzt sagt, ich habe einen sehr alten Kunststoff an meinem Fahrzeug, ich musste erstmal richtig tief farbmäßig auffrischen, der sollte hier zum Polytrol von Overtrol greifen. Auch dazu hat man ein Video, das kräftig noch mal richtig diese Farbe in den verblassten Kunststoffstoßstangen zum Beispiel. Wer wirklich eine sehr extrem ausgeglichene Kunststoffstoßstange hat, muss auch mal 2, 3 Schichten da drauflegen, aber damit kann man wieder einen sehr frischen Look hervorrufen. Also entweder bei gut erhaltenen Kunststoffen,
die Sonax- und Kochchemie-Variante. Und wenn ihr einen sehr alten Kunststoff habt, dann schaut euch mal das Polytrol an. Und zu guter Letzt die Glasversiegelung. Da gibt es für mich genau vier Produkte, die mich ja echt überzeugt haben. Das ist einmal hier das Clarco Roll-On, mein absoluter Favorit. Ich komme damit super klar. Es gibt auch ein paar Leute, die sagen, ich bekomme die Schlieren nicht so schön auspoliert. Einfach mal ausprobieren. Ich finde das wirklich gut. Mich stört das auch nicht, dass man das hier alle 3 Monate auftragen muss, weil man hat damit immer wieder eine frische Schicht. Wer sagt, ich brauche mehr Standzeit, habe nicht so viel Zeit, das ständig immer wieder aufzufrischen, der schaut sich hier das Clarco Ultra an. Nehme ich auch nochmal mit hier in meine Favoriten mit auf. Dann das GN Few, da steht auch noch das Fazit aktuell aus, aber überzeugt mich bis hierher echt und deswegen wandert das auch hier in die Favoriten mit rein. Also GN Few konnte sich richtig sehen lassen und das Fazit könnt ihr euch in den nächsten Tagen und Wochen in Ruhe anschauen. Des Weiteren habe ich hier noch auf 2 Fahrzeugen aus der Familie das Evo 1 AquaShock aufgetragen. Auch die Fahrer sind super zufrieden, deswegen war es auch in den letzten Favoriten mit dabei und bleibt auch 2018 hier mit unter den richtig guten Glasversiegelungen. Wir werden 2019 auf jeden Fall noch weitere testen und da werden wir mal schauen, wie es dann im Fazit 2019 aussieht. Das war jetzt das Video für alle Versiegelungen, für Sprühwachse, Hartwachse, Nassversiegelungen für das Jahr 2018. Ihr könnt gerne eure Favoriten unten reinschreiben. Seht ihr das ähnlich wie ich? Habt ihr andere Favoriten? Wenn ja, warum? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag, freue mich über einen Daumen nach oben und wünsche euch einen schönen Jahreswechsel, wenn ihr dieses Video noch Ende 2018 seht. Bis dahin, ciao Leute.